Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Deadlift und der Grind geht weiter. Der schöne Grind. Herzlich willkommen und wir gehen direkt rein. Und es ist mal wieder ja Jagdpanzer 6. Ich muss eigentlich diese Panzer, ich fahre ja auch parallel den Jagdtiger. Damit wisst ihr ja eigentlich, die Linie ist ja durch. Ich bin aber vom Ferdinand hochgegangen zum Jagdtiger. Und das ist ein bisschen problematisch. Dadurch fehlen mir die Panzer, die davor kommen. Und ich bin ein Mensch, ich spiele dieses Spiel so gerne, dass ich auch die Panzer, die dazwischen kommen, austesten will, ausspielen möchte. So, jetzt sind wir mit unserem 6er in einem 8er Game. Mit zwei Artis glücklicherweise. Ich hoffe, dass die Artis sich so verlegen, dass sie hinten drauf schießen können. Weil im Gegnerischen gibt es ein gutes Platoon, was auf Platz 1 umgeführt ist. Und ich kann irgendwie, ich denke, unser ist nicht mehr annähernd so gut, unser Platoon. Von daher hoffe ich einfach, dass die Arti da hinten jetzt richtig reinkloppt gleich. Weil ansonsten haben wir ja ein tierisches Problem, weil jetzt natürlich so eine IS-3A, die farmt dich einfach aus dem Leben als 6er, 7er. Selbst als 8er. Ich finde sie nicht OP, ich habe sie selber. Sie ist aber sehr stark und gerade wenn sie Top-Tier ist, ist sie natürlich ein richtiges Biest. Anti-Bademeister und Black Dragon. Ja, das sind Deutsche, tatsächlicherweise, das Top-Platoon drüben. Panzer-Bataillon... Stählerne Jäger. Ausbildung und X steht, glaube ich, für ein besserer Clan von denen. Nix Spot. Nix Spot, nix gut. Oh, ich hoffe, ich gehe nicht auf. Möglich. Wir schießen mal die typische Position ab. Da ging er durch. Ging auch durch. Ging auch durch. Ja, hinten sind sie natürlich im Berlin, ne? Das war so klar. Oh, ich hoffe, dass die Artis da richtig reinwichsen. Das wäre ein Träumchen. Ja, ist ein bisschen hoch. Puh. Also im Valley sind sie schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich für uns, dass wir durch die Stadt fahren können. Wir werden jetzt hier den Löwen unterstützen und den T4400. Und wir hoffen, dass unser Arti da drüben richtig reinhalten wird. Und wir jetzt hier uns die Stadt nehmen können. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Die IS ist schon mal relativ weit vorne. Werden der sagen, die soll mitkommen. Oh, Schande. Die gegnerischen Panzer sind auch da, das ist nicht gut. Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Ja, er zündet mich an. Na klar, zündet er mich an. Nein, mach's nicht, mach's nicht. Er hatte schon nachgeladen und den hat er auf mich gegeben. Ach, okay, ist ein guter Spieler noch dazu. Naja, gut, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Er hat mich natürlich auch gleich anvisiert. Dann hätte ich nicht rumfahren dürfen. Das war jetzt von meiner Seite natürlich ein Fehler. Ich habe auch nicht gedacht, dass er so schnell nachgeladen hat. Hatte er die kleine Kanone? Ich weiß es nicht. Möglich. Möglich, dass er die kleine hatte. Wer weiß, wer weiß. Möglich ist alles. Hm. Tja, schade. Aber es ist vielleicht unser gedoppeltes Gefecht. Wer weiß. Wir können ja mal kurz gucken. Rheinmetall. Fehlt bloß noch die große Waffe. Die braucht man aber nicht, weil die kleine eigentlich schön ist. Ja. Conway. Auch die große Waffe. Die würde ich sehr gerne haben. Die macht richtig Spaß. Die macht richtig dicke Kellen. Der 50 TP... Ja, voll ausgebaut. Fehlen noch 100.000 ungefähr. Das geht relativ fix. Jagdtiger, voll ausgebaut. Ja, hier fehlen auch noch ungefähr 100.000. Da braucht man nicht mehr lange. So, das ist auch einer der neueren Panzer, die ich habe. Aber da war alles schon soweit ausgebaut, tatsächlicherweise.
Liegt natürlich daran, dass wir den Light und sowas und den Met danach schon haben. Ist ja auch wieder so ein Übergangspanzer. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Aber hier fehlen noch 90.000. Das ist auch machbar. So, hier. Den Farmer und den Farmer. Den müssen wir, glaube ich, auch fahren. Naja, wobei. 30.000. Dann werden wir wahrscheinlich auch überspringen. Die 30.000, die gönne ich mir dann doch. Um den nicht fahren zu müssen, aber um das Ganze frei zu bekommen. Ich habe da so ein kleines bisschen meinen Perfektionsgürtel an. Da kann ich nichts gegen machen, muss ich ehrlich sagen. Das tut mir auch so ein bisschen leid. Manche, die kaufen die Waffe, das mache ich auch manchmal. Ne? Zum Beispiel so Zusatzmaterial wie Ketten oder Waffen oder sowas kaufen, das mache ich auch. Aber im Großen und Ganzen setze ich das teilweise auch dafür an oder ein, Panzer, die dazwischen kommen, irgendwie noch freizuschalten. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, ich habe die Maus, aber ich bin das Mäuschen nicht gefahren und der VK, ja, ist denn der VKP, der Achter, der Dicke, der vor dem Mäuschen kommt, den bin ich auch nicht gefahren. So, das sind aber mega viele XP-Punkte, was das kosten würde. Also das heißt eigentlich, die beiden muss ich auch einmal fahren. Ich muss den VKP fahren und ich muss das Mäuschen fahren. Damit ich irgendwann durch bin. Das kommt natürlich irgendwann später, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das mache ich jetzt natürlich nicht direkt gleich zum Anfang. Das kommt irgendwann später, aber es kommt. Ich bin da ein Perfektionist und, ja. Was soll ich sagen? Was für eine Struktur ist er denn da hängen geblieben? Das war ja schon merkwürdig. Da könnte reingegangen sein. So. Da kommt ein E75, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ja gleich drücken werden. T57 Heavy, ehrlich? Ehrlich? Oh Mann. Gleich mal repoppen. Die werden hier aktiv drücken. Unsere machen drüben Druck, die werden hier auf der Seite Druck machen. Ich bin sehr langsamer Panzer, aber ich bin starker Panzer und ich werde mich gleich mal auf eine Position verlegen, von der ich wirken kann. Der Gegner wird hier pushen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. So würde ich es machen. Oder sie verlegen sich direkt zurück. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ich würde auf der Position pushen. T57 Heavy ist da. Okay. Das sieht natürlich dann schon wieder anders aus. Der sollte da nicht vorfahren. Ich glaube, wir können noch ein bisschen vor. Oh, bitte lad nach. Oh, der steht da aus. Oh, das wäre sein Todesurteil gewesen. Oh, lad bitte nach. Jetzt wird er durch, das ist nicht gut. Zu spät. Grille, warum muss ich dich jetzt hier erleben? Ich darf nicht. Jetzt darf ich, sehr gut.
Scheiße, er könnte uns gespottet haben, ne? Warum? Warum werde ich wieder mit so einem Team bestraft? Oh nein, ich bin offen. Einer ist keiner, oder wie war das? Ich komme nicht ran. Ah, sehr gut. Danach. Er hat einen schönen Töte. Die Grille gönnen sich schön. Oh, diese Schüsse manchmal, ne? Die sind einfach nicht wahr. Och, ich darf nicht. Fährt er da über offene Flächen? Das gibt's nicht, ey. Manche Leute, ja. Stumpf ist Trumpf. Gleich auf. Das darf nicht passieren. Ey, ist gar nicht so verkehrt gegen alle drei Panzer tatsächlicherweise. Sind aber auch wieder mega viele Schüsse daneben gegangen, ne? Machst du manchmal nix. Objekt, ja, wir haben alle nicht mehr wirklich viel HP, ne? Also ich sag, da steht da immer noch.
Alter. Jetzt mal ehrlich, was war das denn? Das steht ja drüben. Die Gun ist auch manchmal so wieder wie so eine kleine Diva, ne? Aber ist bei TDs, glaube ich, immer so. Die Diva unter den Kanonen. Der Stritzwagen kann uns hier tatsächlich alles immer noch machen. Ich weiß nicht, was die Art hier macht. Ist auf jeden Fall nicht klug. Da oben. Ich glaube, irgendwie nicht so richtig dran. Ich glaube schon, dass der da hinten ist. Das, was er angezeigt hat. Okay, ich bin offen. Jetzt fahren wir alle in die Gun rein, oder was? Los, Arti, gönn ihn dir. Oder die Grille nimmt ihn. Ich war One-Shot und die Arti war tatsächlicherweise nicht One-Shot. Das ist eigentlich ganz geil. Da kannst du sogar spotten, ohne selber großartig in Gefahr zu sein, weil sie halt kein One-Shot ist. Und wir konnten alle schön drauf schießen. Eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Die Arti kriegt sogar ein bisschen Spot. Warum nicht? Ah, siehst du, ist sogar einer blind reingegangen. Lass mich überlegen. Ja, es war die East-3. Ne, die ist 3 habe ich seitlich getötet. Die war es nicht. Ah, was ist ein anderer? Ja, war doch eine gute Runde. Ja, Rheinmetall. Der ist schon nett. Damit kann man schon mal ein bisschen was machen, ne? Aber, man muss ehrlich sagen, ja. Wir sind 5 Runden gefahren und 5-mal haben wir verloren. Irgendwas mache ich falsch mit dem Panzer. Ich weiß es nur noch nicht, was. Und so viel brauchen wir tatsächlich gar nicht. Aber wenn man mal guckt, 5 Games und mal gerade 3600 Erfahrung. Puh, dann ist das schon ziemlich bitter und ziemlich ärgerlich. Oh, unser erstes Top-Tier-Gefecht. Mit 2 Artis, 2 sehr, sehr guten Artis. Bishop, die M44 im Gegnerteam. Sehr starke Artis. Die können uns das Leben sehr versauen. Und es gibt genug gute Spieler. Also, was heißt gute? Schlecht gute Spieler. Also, schlechte Spieler, die viel Erfahrung haben, weil sie viele Games haben. Die Low-Tier-Artis fahren, so 6er, weil das denen am meisten Spaß macht. Weil sie dann natürlich die ganzen Bots rausnehmen können. Und sich darüber beschweren dann. Warum die öfters das Game verlieren. Wobei ich sage, sie farmen halt Bots ab. Also, ja, weiß ich nicht. Darf man nicht zu hoch bewerten. Von daher, unser Panzer ist One-Shot für so eine M44. Von daher müssen wir ein bisschen gucken. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gut. Ich hoffe, dass der dann noch um die Ecke fährt. So, das ist jetzt das Wichtige, genau. Unsere Artis müssen da oben bewirken. Dann ist eigentlich alles gut. Wenn unsere Artis das jetzt oben bewirken, dann ist eigentlich alles schick. Und dann können wir es eigentlich auch nicht so mega verlieren. Das ist nicht so toll, aber die Su 100Y ist natürlich auch ein starker Panzer. Da brauchen sie nicht unbedingt. Da brauche ich nicht drauf schießen. Das glaube ich nicht.
Wäre sehr schön, wenn ihr jetzt aufhören würdet, instant zu platzen. Das wäre ein Träumchen. Da kommen wir leider nicht ran. Unser Arti ist raus. Und der Gegner fährt jetzt da lang. 0-4. Puh. 0-5. Okay. Machst du nix? Da machst du nix. Alter, Mann. Und ich gehe noch auf, ne? Das wäre noch der Traum dazu. Scheiße, jetzt kommen die da seitlich gefahren, ne? Wir müssen uns hier mal umverlegen. Du musst hier mal weg, damit ich da mal vorbeikomme. Wäre schön, wenn du dich jetzt hier mal verpisst. Da oben muss eigentlich welche stehen, würde ich behaupten. So, da ist Number One. Wunderpanzerung, okay. Kettig, okay. Da geht einer raus. Okay, Wunderpanzerung. Alles klar. Ach, ich mach den Motor. Ja, zum Schluss dann ein bisschen was sie snackt, aber das ist ja nicht, das ist ja kein richtiges Fahren. Jetzt mal ehrlich, 0-5 nach den ersten paar Sekunden und da weißt du dann halt schon, puh, ist das unangenehm, oder Leute? Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Wer hat denn da jetzt gerade so gesnackt? Die M44. Mit 30.000 Gefechten. Sag bitte nicht, dass es sein meistgefahrenster. Ah, hier, wenn ich das schon sehe. Oh, Leute, genau das meine ich. Genau das meine ich. Diese Leute sind einfach Schmutz. Die gehören einfach bestraft. Ist einfach nur Schmutz, dieser Spieler. Was heißt denn, das ist auch noch ein deutscher Clansfair? Old School Republic, ne, wahrscheinlich nicht. Ist einfach nur Schmutz, dieser Spieler. Ich kann, der findet da keine andere Bedeutung für. Also wer so exzessiv dieses auch noch auslebt, weißt du, dann soll er 10er-Arti fahren. Soll er 10er-Arti fahren, soll er da zeigen, was er kann. Soll da seine, weiß ich nicht, 200 WN8 fahren. Kann er machen, kann er alles machen. Aber im Low-Tier auch noch die Schwachen verkloppen, ja? Ja, weiß ich nicht. Das ist wie wenn du irgendwo in ein hungerndes Land gehst und dann kriegen die was ausgeliefert von einer Hilfsorganisation und der geht hin und nimmt noch das Essen weg und spuckt noch drauf und wirft es vor ihnen hin und tritt noch drauf, damit es kaputt geht. So ein Spieler ist das. Genau so ein Spieler. Habe ich keinen Respekt für so eine Leute. Es gibt mal, weißt du, es gibt mal eine Spaßrunde. Da bin ich auch noch dabei. Eine Spaßrunde so auf allen möglichen Panzern ist auch okay. Aber wer einfach nur die Armen und Schwachen abschlachtet, um sein eigenes Wohl nach vorne zu treiben, der gehört für meine Zwecke, gehört der bestraft. Finde ich einfach unmöglich, das Verhalten. Und das ist genau so ein Spieler gewesen. Ich hab doch gesagt, das ist ein richtiger Schmutzspieler. Ja, aber ich fahre doch den Panzer so gerne. Warum darf ich den denn nicht fahren? Mann, weil du Schmutz bist. Ja, aber ich fahr gerne Arti. Ja, dann fahr wenigstens eine ordentliche, große Arti. Fahr aber nicht die Kleinen, um noch die Schwachen abzufahren. Oh, jetzt fährt der da. Was fährt denn der schon wieder für eine Scheiße zusammen?
fährt der denn da schon wieder für eine Scheiße zusammen? Dass der nicht bestraft wird von dem AMX da oben, ist auch schon wieder unmöglich. Da komme ich doch niemals durch. Das ist Bären. Bären hat das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich unterwanne. Wie viel Penne habe ich denn in dem Ding? Boah, nicht mal annähernd. So aggressiv rein. Ich hin. Boah, jetzt lassen die auch noch so weit vorfahren, ne? Ach, ehrlich, jetzt ist gegangen, ne? Nein. Gehabt. Komm, Arti. Mach ihn. Oh, das war gut. Ich kann mal wieder umnehmen hier. Scheiße, ja. Ich wusste es. Dass ich jetzt hier aufgehe, ist natürlich der blanke Hohn von diesem Spieler. Ist halt ein Scout, ne? Machst du nix. Doppel KV2 kommt nicht durch die Mitte. Auch unangenehm. Oh, mach's doch nicht. Leider. Ja, also mit Schere habe ich ja ein bisschen Sichtweite, aber nicht so viel leider. Nicht so viel. Ein bisschen Tarnung. Guck mal, wenn der Cromwell B eine gute Crew hat, dann bin ich hier ruckizucki tot. Ach, vielleicht habe ich ja Glück. Cromwell B ist zurückgefahren. Oh, das ist wichtig. Wichtige Information. Max steht da hinten, okay. Da, guck mal. Glück gehabt. Mal angekratzt, okay. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ist machbar. Oh, der Scout. Ein 7er Scout. Der wird uns richtig das Genick brechen. Wie schnell der ist. T-50-2. Wahnsinnig schneller Panzer. Da am X spottet hinten, aber vielleicht ist unsere erste Winrunde mal in dem Panzer. Ich glaube ja immer noch nicht so richtig dran, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und so.
Hoffnung stirbt ja zuletzt. Mir doch glatt hier die Tastatur abgefallen. Leute, sowas als letztes Game, Mann. Ich bin doch alt. Ich kann doch hier nicht am Herzinfarkt. Ist mir gerade hier. Mir ist mal hier mal so ein Stück abgebrochen von der Halterung quasi. Ich habe hier so einen Schreibtisch, wo ich die Tastatur ausfahren kann. Und das ist so ein Stück abgebrochen. Und ab und zu, wenn du die Tastatur. Ja, genau, gemeistert sogar. Wenn die Tastatur zu weit trägst, dann, ja. Fliegt die ja raus. Und das ist mir gerade passiert tatsächlicherweise. Aber das ist unser erstes Game. Leute, Leute, Leute. 14% Winrate auf dem Ding. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Komm, wir machen ein kleines bisschen länger. Der noch dranbleiben will, bleibt noch dran. Wir machen noch ein bisschen hier ein paar Schachteln auf. Wir machen aber den 5er-Schnitt. 5 Stück immer auf. Jawohl, guck dir das an, du. Da ist doch alles dabei. Da werden wir beschenkt ohne Ende. Der Weihnachtsmann ist vorbeigeflogen und gibt uns ein bisschen was. Leider immer nur die kleinen, aber die 5000 Credits sind ganz geil. Wenn du die ab und zu hast. Wobei, ja, naja, na klar. Großes Ersatzteil, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. 20.000. Das ist nett, das nimmt man gerne mit. Hier, 20.000. Ja, auch super. Auch hier nochmal. Große Feuerlöscher. Super. Nehmen wir alles gerne mit. Da wären wir doch gerne beschenkt. Das muss man doch ehrlich sagen. Oh, 15.000. Guck dir das an. Und das letzte. Jawohl. Das sieht doch schick aus. So wollen wir das haben. Ja, dann danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Dübe Detlef and Friends oder Grind oder was auch immer, was uns Spaß macht. Waren doch ein paar spannende Gefechte dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut!